Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Die Kauflaune der Anleger trieb den deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang auf neue Verlaufshochs. Der DAX, der endete 0,21% fester auf einem neuen Jahreshoch bei 11.204 Punkten. Das Wochenplus summierte sich damit auf stattliche 6,57%. Was verrät uns die Charttechnik? Da schauen wir jetzt mal drauf. Der DAX, der zeigte am Freitag im Intraday-Chart zunächst eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Am frühen Nachmittag stieg er dann allerdings auf ein neues Jahreshoch. Die neue Bestmarke markierte er schließlich in der letzten Handelsstunde bei 11.232 Punkten. Der DAX bleibt in einem intakten kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend. Die Schwungkraft, die lässt jedoch bereits nach. Ebenso das Volumen sowie die Marktbreite. Gleichzeitig liegt auf Basis des Stundencharts und des Tagescharts eine extrem überkaufte Marktlage vor. Das kurzfristige Anlegersentiment befindet sich auf dem höchsten Stand der letzten Jahre. Die Risiken für eine zeitnahe anstehende Konsolidierung oder Korrektur sind entsprechend deutlich erhöht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher engmaschig zur Gewinnsicherung nachgezogen werden. Schauen wir jetzt auf vier Produktideen von Ralf Fayad. Da hätten wir zunächst ein Turbo Classic Bull Zertifikat. Die WKN lautet hier CE5S5J, die Basis 10.875 Punkte. Oder ein Call-Optionsschein auf den DAX, hier die WKN CD4ZTH, die Basis 11.200 Punkte. Wenn Sie eher mit fallenden Notierungen rechnen, dann hätten wir ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat. Hier lautet die WKN CE3HMF und die Basis 11.680,85 Punkte oder eben ein Put-Optionsschein auf den DAX. Hier die WKN CD4ZXN, die Basis 11.200 Punkte. Jetzt wollen wir wissen, was uns in dieser Woche vom DAX erwarten könnte. Wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Viola Grebe. Guten Morgen, Viola. Wie sieht es denn heute aus mit den Vorgaben für den DAX? Na, guten Morgen aus Frankfurt. Ja, die große Frage, die uns in dieser Woche natürlich umtreibt, was liefert die Fed, nachdem die EZB in der vergangenen Woche ja so schön geliefert hat? Da hat Mario Draghi quasi ein bisschen den verfrühten Weihnachtsmann gegeben. Die Anleihekäufe der EZB werden ja verlängert und das hat natürlich die Marktstimmung hier ja ziemlich angeheizt. Jetzt ist die Frage, was wird die Fed in dieser Woche verkünden? Mit einem Zinsschritt rechnet der Markt ganz eindeutig. Allerdings ist eben die Frage, wie wird der Ausblick von Seiten der Fed ausfallen? Also sprich, mit wie vielen Zinsschritten sollte man dann schon im kommenden Jahr rechnen? Da wird man natürlich sehr, sehr genau hinhören. Die große Frage ist dementsprechend, hält die gute Stimmung der Vorwoche an? Also sind wir quasi schon direkt mittendrin in der Jahresendrallye oder ist jetzt erstmal ein bisschen Durchatmen angesagt? Wenn wir uns die Vorgabenseite anschauen, dann sieht es aktuell danach aus, als würde zumindest für den Start erstmal so ein bisschen runterschalten, ein bisschen quasi Luft rausnehmen und etwas durchatmen beim DAX. Wenn man bedenkt, dass wir in der Vorwoche 6,5% zugelegt haben, ist das ja auch durchaus legitim. Rekordstände haben wir wieder gesehen vor Wochenende an der Wall Street. Der Dow ist hier mit einem Wochenplus von rund 3% aus dem Handel gegangen. Auf Tagessicht am Freitag ein Plus von 0,7%. Die asiatischen Börsen, die schwächeln zum Teil. Aber heute Morgen den Nikkei, den sehen wir ordentlich im Plus unterwegs. Aber Hang Seng und Shanghai Composite, die geben ordentlich nach. Also es sieht dann aus, als würden wir fast unverändert aktuell in den Tag starten. Und dann müssen wir eben mal schauen, was uns diese Woche erwartet. Letztlich wird vieles eben wieder von der Fed abhängen. Dankeschön nach Frankfurt, Viola. Willkommen zur Marktidee. Das ist heute Daimler. Die Daimler-Aktie, die hatte im März 2014 nach mehrjähriger Hosse ein 16-Jahres-Hoch bei 96,07 € erreicht. Dort etablierte der Wert einen zyklischen Bärenmarkt und sackte bis zum Juli auf ein 3-Jahres-Tief bei 50,83 € ab. Die dort einsetzende Erholungsbewegung beförderte ihn über die 200-Tage-Linie. Seit Oktober handelte der Kurs in einer Range oberhalb dieses wichtigen gleitenden Durchschnittes. Nach einem erneuten Test der Linie am 2. Dezember startete die Aktie dann eine dynamische Rallye bis 68,72 €. Am Freitag formte die Aktie eine Tageskerze mit ausgeprägtem Schatten und kleinem Körper, was auf ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären hindeutet. Auch hier haben wir natürlich wieder Produktempfehlungen von Ralf Fayad. Das sind die folgenden. Ein Best Turbo Bull Zertifikat, zum einen hier die WKN CE4 KSR und der Preis 81 Cent. Oder ein Best Turbo Bear Zertifikat, hier die WKN CD0 KVW, der Preis 56 Cent. Das war die Marktidee. Wir schauen noch auf die Termine des Tages. Viel ist nicht los. Um 9 Uhr gibt's oder findet ein Treffen der EU-Außenminister statt und um 11 Uhr wird dann Audi seine Absatzzahlen präsentieren. Das war's mit Ideas Daily TV für heute. Morgen um diese Zeit sind wir wieder für Sie da. Schalten Sie ein. Bis dahin.